Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zaubererzunft, zu Battle Mages. Ja, ich mache gleich mal einen Quick Save, obwohl ich hier eigentlich den Let's Play Save geladen habe. Einfach, damit ich schneller wieder laden kann. Und ja, wir müssen eigentlich da drüben hin, nur hinkommen. Was schwierig werden wird. Aber ja, gucken wir mal. Gibt es Probleme? Aufträge ist, vernichtet den schwarzen Hexer. Wir müssen nur Talion bis zum Eingang des schwarzen Turms bringen. Nur kein Aufsehen. Das ist ein guter Ort zum Halten. Leichter gesagt als getan. Talion sollte aber mit dem Zauberstab recht stark sein. Feuer! Dies ist ein guter Ort. So treffen wir uns wieder. Aber diesmal kannst du mich nicht besiegen und du wirst den Weg zu meinem Herrn nicht finden. Hier ist meine Macht grenzenlos. Ich spüre die monströse Macht Garthogs. Es scheint mir, als könnten wir ihn in einem Duell wirklich nicht besiegen. Er war nie ein guter Zauberer. Er kümmerte sich niemals um Torheit oder Ehrgeiz, aber er hatte keine wirklichen magischen Kräfte. Er hat meinen Lehrer mit Hilfe des Amuletts ausgeschaltet, das der schwarze Hexer hergestellt hat. Ich glaube, dass Garthogs Macht jetzt auf der nächsten künstlerischen Erfindung seines Herrschers beruht. Ja, jetzt spüre ich es auch. Kümmert euch um die Altäre, zwischen denen er steht. Die dunkle Energie, die ihn durchdringt, geht von ihm. Ja, wir müssen nur noch einen Weg finden, um ihre Wirkung aufzuheben. Aber zuerst müssen wir den Abschaum der Dunkelheit besiegen, den Garthog heraufbeschworen hat. In den Kampf! Okay. Aufträge. Repariert die Brücke. Die Steuerung der Brücke ist in einem der Türme. Eine der Magier muss hineingehen. Hebt die Wirkung des bösen Altars auf. Anscheinend ist der Schlüssel zur Kontrolle über ihn in einem der Türme. Ein erfahrener Magier könnte hineingehen und ihn ausschalten. Vernichtet Garthog. Vermeidet den direkten Kampf mit Garthog. Hier im Herzen der Dunkelheit ist er besonders mächtig. Der Altar des Bösen versorgt ihn mit dunkler Energie. Das muss verhindert werden. Mhm. Aus dem Weg! Für euch immer. Sagt das auch. Alles in Sichtweite verbrennen. Und ja. Nehmt euch in Acht! Nehmt euch in Acht! Still, ich verstehe. Ihr seid zum Meister gekommen. Das können wir leider nicht. Aus dem Weg! Es gibt nicht genug Treibstoff! Okay, wir gehen links und rechts außen rum. Aus dem Weg! Dies ist ein guter Ort zum Halten. Aus dem Weg! Es gibt nicht genug Treibstoff. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Los geht's! So. Aus dem Weg! Dies ist ein guter Ort zum Halten. Los geht's! Aus dem Weg!
Zum Glück scheint hier nicht so viel zu respawnen. Aus dem Weg! Es gibt nicht genug Treibstoff! Ein Schuss, ein Treffer! Und ja, zum Glück haben wir die Tankette dabei. Aus dem Weg! Oder Tankette. Ich weiß nicht, ob das eh stumm ist. Los geht's! Los geht's! Aus dem Weg! So, ein Schreckensmagier noch. Feuer! Feuer! Und ich habe den falschen Zauber. Ich brauche ja den Zauber. Aus dem Weg! Ja. Zu euren Diensten. Muss ich jetzt einen meiner Zauberer da reinschicken und opfern? Oder kommt er wieder raus? Das weiß ich nämlich gerade nicht mehr. Ich weiß nur, Gartok, böse stark. Hat sogar 666 Schaden. Großartig, die Altare versorgen den Feind nicht länger mit dunkler Energie. Ihr habt also die Altare gebannt? Narren, das wird euch nicht helfen. Feuer! Ich gehe. Oh, Gartok schießt mit irgendwas auf uns. Also ja, sein Damage von 666 ist auf 200 gesunken. Euer Wunsch ist mein Befehl. Aus dem Weg! Ich gehe aber lieber den sicheren Weg. Genug Treibstoff. Anstatt vor Gartoks Nase rumzulatschen. Charakter. Haben wir aber noch nicht genug für noch ein magisches Level up. Aus dem Weg! Los geht's! Aber ja, das Gute ist, dass wir es mit der Armee auch schaffen, was wir hier gerade tun. Wobei Gartok da doch mal ein kleines Problemchen sein könnte. Und ja, an der Stelle hier haben wir die Zitadelle aufgesprengt. Oder? Sieht halt irgendwie fragwürdig aus, weil da ist die Brücke in der letzten Mission, wo wir nicht lang konnten. Es gibt nicht genug Treibstoff. Wir sind ja eigentlich irgendwo hier drüben abseits hergekommen. Haben immer noch nicht genug für noch einen Stufenaufstieg in Zauberkraft. Es gibt nicht genug Treibstoff. Ja,
Los geht's! Jetzt haben wir aber genug. So. Aus dem Weg! Panzerbrechende Waffen! Feuer! Los geht's! Es gibt nicht genug Treibstoff! Dies ist ein guter Ort zum Halten! Vergifte ich meine eigenen Leute? Es gibt nicht genug Treibstoff! Aus dem Weg! Es gibt nicht genug Treibstoff! So, ein Schreckensmagier ist noch im Weg. Es gibt nicht genug Treibstoff! Aus dem Weg! Los geht's! Dies ist ein guter Ort zum Halten! So, jetzt bringen wir dich noch dahin. Seht, eine Brücke ist erschienen. Jetzt können wir die brodelnde Lava überqueren. So, Gartok wird das aber nicht gerade so hinnehmen. Ja. Aus dem Weg! Tipp. Zu den Waffen! So, erstmal muss Gartok weg. Das kann nicht sein. Ah. Panzerbrechende Waffen! Feuer! Ja, vernichtet Gartok. Und jetzt vernichten wir noch den schwarzen Hexer in seiner Zitadelle. Ich habe nicht genug Mana. Zu euren Diensten. Es gibt nicht genug Treibstoff! Aus dem Weg! So, vergiften wir die beiden mal. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Ja, und auf der Brücke kann ich leider nichts direkt anvisieren. Los geht's! Es gibt nicht genug Treibstoff. Dies ist ein guter Ort zum Halten. So, damit sind wir an der Zitadelle des schwarzen Hexers. Großartig, der Weg zum Turm des schwarzen Hexers ist frei. Sieg. Und das war jetzt definitiv die letzte Mission. Das heißt, es kommt jetzt die Epilog-Szene. Ja, und dann ist das Spiel vorbei. Also, ich schweige und wir sehen uns die Epilog-Szene an. Talion betrat den Turm und sprach den Zauberspruch, der die schlafenden Mächte des Stabes weckte. Der Zauberer brach in lautes Gelächter aus. Mit einem einzigen Blick zwang er die Prinzessin auf die Knie und entriss ihren geschwächten Händen die Waffe. Dummes Elfenmädchen, jetzt weißt du, dass ich dich nur entkommen ließ, damit du mir den Zauberstab bringst. Mit seiner Macht kann ich den Kristall zerstören und das Chaos wird das Universum verschlingen. Der Zauberer richtete den Stab auf ein Fenster im Turm. Und ein Strahl von immenser Stärke traf das Zentrum des Kristalls. Violette Blitze schossen in den Himmel.
Funken stoben in die regungslose Luft. Die Venen auf der Stirn des Zauberers schwollen vor Belastung an. Plötzlich sank er vor lauter Anstrengung zu Boden. Die Reaktion des Kristalls war einfach und schrecklich. Ein Läuten ertönte, das zu einem mächtigen Lärm anschwoll, der die gigantischen Blöcke des Turms erzittern ließ und zum Einsturz brachte. Das Land ringsumher richtete sich auf und verschlang die Festung des dunklen Lords. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben das Spiel Battle Mages erfolgreich abgeschlossen. Der Hexenmeister ist besiegt und seine Festung liegt in Trümmern. Die Diener des Fürsten der Untoten sind zu Staub verfallen und Denmor wird nicht länger von seinem Schatten bedroht. Die Sonne scheint wieder über den Ländern der Menschen, Elfen, Orks und Goblins. Aber wer weiß, vielleicht war der Preis zu hoch. Ja, der Hexenmeister hat uns reingelegt. Er wollte unbedingt den Stab eigentlich haben und wir haben ihn geliefert. Nur, ja, sein Versuch damit den Kristall zu sprengen und damit die Welt zu zerstören, ging nach hinten los. Er hat nur sich selber zerstört. Scheinbar. Und seinen Turm. Und wahrscheinlich Talion auch gleich mit, wenn sie noch im Turm war und nicht geflohen ist. Vielleicht hat sie es geschafft zu fliehen. Gut, wir haben eine Punktzahl von 1.346.7. Also 1.346.700. Haben 15 Stunden, 10 Minuten und 39 Sekunden gebraucht. Also ohne das ständige Laden, Neuladen. Ja. Damit klicken wir auf OK. Und sind wieder im Hauptmenü. Keine Credit-Szene. Die kriegen wir eher hier. Okay, die kenne ich gar nicht. Ja, das ist sogar eine Credit-Szene, wo man die Leute sieht. Ja. Ich will uns damit nicht ablenken. Ja, ich bin am Überlegen, soll ich ein großes Schlusswort bringen? Eigentlich nicht. Eigentlich würde ich sagen, wir machen jetzt einen Tag Pause. Also, das ist die Folge für den Montag dann. Und dann geht es am Mittwoch. Also ja, für die, die regelmäßig zuschauen, für die Leute, die das jetzt erst nachträglich sehen, ist das natürlich irrelevant. Aber ich würde sagen, dann tun wir mit dem Add-on zweiten Teil, wie man es nennen möchte. Weil eigentlich ist es eigentlich ein zweiter Teil. Eigentlich ist es ein Prequel. Das kann ich schon mal vorausnehmen. Es spielt vor Battle Mages. Anfangen. Ja, würde ich mal so sagen, dass wir damit dann auch gleich anfangen. Also werde ich jetzt hier kein großes Schlusswort verlieren, außer danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei Battle Mages, also beim ersten Teil oder Hauptspiel oder Sequel, wie auch immer. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim zweiten Teil wieder. Deswegen verabschiede ich mich erstmal hier von euch mit einem Hi-Ho und bis zum nächsten Mal oder bis gleich.